Lust auf ein Power-Programm für die Bauchmuskulatur? Dann würde ich sagen, legen wir los mit Power-Apps. Leg dich auf den Rücken, streck die Arme aus, atme ein, ausatmen, wieder aufstellen. Einatmen, langziehen und ausatmen. Ein und aus. Nochmal langziehen und wieder aufstellen. Das Becken einrollen und wieder kippen. Einrollen und wieder kippen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Die Arme kommen nach hinten, atme ein. Ausatmen, heb Kopf und Schultern vom Boden ab und die Lendenwirbelsäule in die Matte schieben. Einatmen nach unten, ausatmen, Rippen schließen, Bauchnabel geht nach innen, Powerhouse. Nach unten einatmen und ausatmen. Immer die Bauchdecke tief aushöhlen, jedes Mal, wenn du nach oben kommst. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen höher, die Füße weiter nach vorne. Atme ein, ausatmen und versuche zum Sitzen aufzurollen. Einatmen, ausatmen. Ausatmen nach oben. Einatmen, langziehen und roll dein Becken ein, tief nach innen und nach hinten. Und wieder ausatmen, nach oben kommen, Bauchnabel fest nach innen ziehen, einatmen und ausatmen, Wirbel für Wirbel. Letztes Mal, ausatmen, Bauch nach innen ziehen. Ganz wichtig, immer ohne Schwung nach oben kommen, nur aus der Bauchkraft heraus, Power-Apps. Die Beine in die Stufenposition, einatmen, ausatmen, Half-Roll-Up, einatmen, ausatmen, jetzt oben halten, einatmen, ausatmen, wieder nach unten, ausatmen, halten ein, ausatmen, wieder nach unten. Zweimal noch, aus, halten ein, ausatmen. Streck die Beine aus, Arme nach oben zur Decke, einatmen, ausatmen, roll up nach oben, streck die Beine lang aus, komm nach oben, atme hier ein, richte deine Wirbelsäule auf und wieder ausatmen, nach hinten abrollen. Einatmen, ausatmen. Lang strecken und wieder nach hinten abrollen. Ausatmen, nach oben, Bauchnabel fest nach innen ziehen, bleib hier. Atme ein. Ausatmen, rechtes Bein. Einatmen, ausatmen, linkes Bein in die Stufenposition. Einatmen, zieh dich hoch. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Stell deine Beine auf. Alternativ ein bisschen schwieriger, die Füße heben. Das Becken eingerollt. Einatmen. Ausatmen, entweder im Wechsel einen Arm nach oben zur Decke ausstrecken, ein bisschen schwieriger, beide Arme. Immer gut durch den Mund ausatmen und immer wieder bewusst dein Powerhouse aktivieren. Bauchnabel zieht nach hinten zur Wirbelsäule.
Streck deine Beine aus, richte deine Wirbelsäule auf, atme hier ein. Ausatme nochmal wieder Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken ab, die Fingerspitzen nach oben zur Decke. Atme hier ein, ausatmen, Bauch nach innen ziehen, komm nach oben, streck dich lang nach oben aus, Scheitelpunkt zur Decke und wieder nach hinten ausatmen. Stell deine Beine auf, die Handflächen am Hinterkopf. Atme ein, ausatmen, in zwei Stufen nach oben kommen. Pumpen, pumpen und nach unten. Aus, aus und ein. Aus, aus und ein. Letztes Mal. Ausstrecken, komm wieder nach oben, roll up. Bauchnabel fest nach innen ziehen. Einatmen, ausatmen, bleib hier hinten. Stell deine Beine auf. Das Becken gut einrollen, einatmen, ausatmen, strecken und die Zehenspitzen aufstellen. Aus. Langes Bein und hier rund bleiben. Letztes Mal. Und wieder nach unten. Abrollen, Wirbel für Wirbel, Beine ausstrecken, einatmen und ausatmen, wieder nach oben, roll up, lang ziehen, ausatmen, stell deine Beine auf, die Handflächen am Hinterkopf, jetzt bring die Beine nach oben in die Stufenposition. Lendenwirbelsäule fest auf deine Matte in Print-Position. Nimm den rechten Arm raus und zieh nach links rüber. Auch hier wieder zwei Stufen nach oben und zwar die schräge Bauchmuskulatur. Atme ein und aus. Letztes Mal und dann langsam lösen, strecken und dann geht's auch schon zur nächsten Seite. Kopf nach oben, Beine nach oben und Seite wechseln, ein und zweimal noch. Letztes Mal. Und dann langsam abrollen. Streck deine Beine aus. Arme nach oben zur Decke. Atme ein. Ausatmen. Wieder roll up. Einatmen. Und ausatmen. Wieder nach unten. Bleib hier. Beide Beine nach oben. Single straight leg stretch. Aus. Ein. Aus, ein, ausatmen, ausatmen, langes Bein, aus, lang wegstrecken, stell deine Beine auf, roll Wirbel für Wirbel ab, streck die Beine aus, atme ein, ausatmen, komm wieder nach oben. Bring die Beine nach oben, Arme nach vorne und wir machen ganz kleine Bewegungen. Und wieder nach oben. Das heißt, du bewegst dich hier auf deine Sitzknochen, nach oben und nach hinten. Klar? Und
oder umgekehrt atmen, nach hinten. Letztes Mal. Und dann streck deine Beine aus. Komm wieder nach unten. Wirbel für Wirbel. Bauch strecken. Einatmen. Ausatmen. Beine in die Stufenposition. Die Handflächen am Hinterkopf. Crisscross. Schräge Bauchmuskulatur. Ausatmen. Einatmen. Die Lendenwirbelsäule wieder fest auf deine Matte. Ein. Aus. Und versuch noch ein bisschen höher zu kommen. Und dann roll wieder Wirbel für Wirbel auf den Rücken ab. Streck deine Beine wieder aus, Arme nach oben, atme ein, ausatmen, Bauch nach innen ziehen, roll up nach oben, Wirbel für Wirbel. Stell deine Beine auf, atme ein, ausatmen, leicht nach rechts abrollen. Dann wieder nach oben und nach links. Wenn du ein bisschen mehr möchtest, heb deine Fersen an und dann hier ab, nach oben. Und wenn das immer noch nicht genug ist, Beine nach oben und hinten wieder nach oben. Letztes Mal. Und streck die Beine aus, zieh dich hoch, wieder nach unten. Und dann streck beide Beine nach oben zur Decke aus, überkreuzen. Jetzt gehen wir wirklich ganz tief nach unten, die untere Bauchdecke. Atme ein, ausatmen, Bauchnabel gut nach innen ziehen und das Becken heben. Wieder nach unten. Einatmen, aus und wieder nach unten. Ausatmen und wieder nach unten abrollen. Aus. Alternativ, wenn du merkst, dass du das Becken gar nicht nach oben bekommst und vor allem zu viel Schwung brauchst, reicht diese Bewegung hier vollkommen aus. Nur ganz leicht das Becken anheben und wieder tief. Okay, und aus und wieder nach unten und aus und wieder nach unten. Beine wechseln, bleib in deiner Variation, einatmen, wieder nach unten. Zieh dich hoch. Bauch gut nach innen ziehen. Letztes Mal. Und strecken. Arme lang. Einatmen. Ausatmen. Wieder nach oben aufrollen. Und dann bleib hier. Atme ein. Aus. Ein, aus, einatmen, hochziehen und aus. Beine nach oben, einatmen, aus. Immer wieder das Bein ganz lang wegstrecken. Lange Beine, zieh dich hoch und dann geht es wieder nach unten.
Kopf und Schultern heben, Lendenwirbelsäule fest auf deine Matte, Double Leg Stretch. Arme nach vorne, einatmen, aus. Einatmen, ganz wichtig. Bring die Beine nur so weit nach vorne, wie die Lendenwirbelsäule im Print bleibt. Also, nach vorne, Arme nach hinten. Ein, aus. Letztes Mal. Und dann hol Wirbel für Wirbel auf den Rücken ab. Und die Beine wieder ganz lang ausstrecken. Lang ziehen, lang ziehen. Stell deine Beine auf. Arme nach oben zur Decke, alternativ die Handflächen auch am Hinterkopf. Schließ die Füße, atme ein. Ausatmen, schwenk deine Knie nach rechts und heb den Oberkörper nach links oben an. Einatmen, Seite wechseln, aus. Okay, jetzt heben wir die Fersen etwas an. Atme ein, ausatmen. Du hebst die Zehen ab, stellst sie wieder auf. Einatmen, aus. Auch hier alternativ immer noch die Hände am Hinterkopf. Ein und aus. Einatmen, ausatmen. Ein, aus, ein und aus. Letztes Mal und dann langsam abrollen. Beine lang, Arme lang ziehen und dann machen wir noch etwas für die Teilenmuskulatur. Hol dich auf die Seite, komm in den Unterarmstütz, deine Schulter genau über dein Ellbogengelenk, atme ein und ausatmen, heb dein Becken nach oben an, einatmen, leicht absenken, also bleib oben, aus, ein, ausatmen und ein. Aus, Bauch fest nach innen ziehen. Nach oben. Und dann bleiben wir hier. Den Arm nach oben, wir rotieren. Ausatmen. Einatmen. Dein Becken bleibt immer noch oben. Zieh dich hoch, rotiere deine Brustwirbelsäule, fädle deinen Arm durch. Wieder öffnen. Ausatmen. Einatmen. Aus. Und ein. Letztes Mal. Aus. Und ein. Jetzt darfst du absetzen. Seite wechseln. Erste Übung. Unterarm. Und Brustkorb heben. Atme ein. Ausatmen. Nach oben. Einatmen nach unten. Aus. Und ein. Heb dein Becken nach oben an. Zieh die Schulter vom Ohr weg. Geh wieder tief, ohne abzusetzen. Aus. Aus. Zweimal noch. Oben bleiben. Ah, oben bleiben. Nicht absetzen. Arm nach oben und durchfädeln. Oben halten. Halten. Halten, halten. Durchfädeln, einatmen, immer noch das Becken oben.
Einatmen. Aus. Zweimal noch. Und lösen. Sehr gut. Dann kommen wir in den Vierfüßler. Die Hände schulterbreit, Knie hüftbreit, einmal in den Katzenbuckel. Wieder lösen. Stell deine Zehen auf. Und Knie nach oben, schwenk sie nach rechts. Atme dabei aus. Einatmen. Aus. Ein. Und aus. Einatmen. Und aus. Noch einmal. Und dann lösen. Okay. Dann kommen wir schon zum Cooldown. Leg dich flach auf deine Matte ab. Wir wollen ein bisschen die Hüftbeuger dehnen. Greif einen Fuß. Und ziehe deine Ferse zum Po. Wieder lösen. Seite wechseln. Lösen, stützt dich nach oben auf. Heb deinen Brustkorb an und streck deine Bauchdecke. Wieder lösen. Setz dich in den Schneidersitz. Noch hier wieder. Die Bauchdecke strecken, heb deinen Brustkorb weit nach oben an. Nimm einen Arm nach oben. Wechseln, zieh dich lang. Und wieder lösen, nochmal den Brustkorb zum Schluss. Hier weit nach oben anheben und spür, wie deine Bauchdecke sich dehnt. Und wieder lösen. Und das war auch schon mein Pilates Power Apps Programm. Jetzt hast du bestimmt einen super straffen Bauch. Bis zum nächsten Mal. Mehr Pilates gibt es bei uns im Pilates Channel. Alles kostenlos für dich. Einfach abonnieren und dann hast du immer das neueste Video. Ich freue mich auf dich.